So, ihr lieben Freunde, ich habe eine Gitarre mir gekauft, eine ganz, ganz günstige Affinity Squire von Fender, also unter, wie sagt man da, Permission von Fender gebaut in Indonesien. Diese Gitarre kostet weniger als manches Effektgerät. Und ich habe sie auch nur gekauft, weil ich die Farbe geil finde und auch mal wieder so eine alte Teleform haben wollte. Getan hat man eh genug. Aber es taucht immer gleich die Frage auf, natürlich dann im Internet, taugt sowas was, kann man sowas spielen und die Pickups sind scheiße und das ist schlecht und bla bla bla. Insgesamt Verarbeitung ist okay, ist natürlich kein Top-Instrument, ist völlig klar, aber für den Preis ist es super. Die Vintage-Single-Coil-Pickups sind okay, sind keine richtig hammermäßigen Pickups, wie man sie heutzutage kaufen könnte, man kann diese nachrüsten, aber machen für die Sachen, für die ich die Gitarre gekauft habe, einen schönen Sound. Ich habe da hinten einfach nur einen Transistor Marshall Amp. Also nicht mal einen Röhrenverstärker, bitte ich zu bedenken. Und es ist auch nur ein Mikro hier vom Handy. Aber für diese Country Chicken, Picken, Licken, fucking bloody Dingsbums klingt die richtig geil. Also, nicht allzu verzerrt, einfach ein bisschen mehr Höhen rein als sonst, damit es noch ätzender wird. Aber hört mal her, ich finde es geil. Versuche auch mal beim Spielen keine blöde Fratzen zu machen im Gesicht, aber das wird schwierig. Ich kenne mich. Okay, Achtung, ich find's geil. Thank you.